kennt die Bühnen dieser Welt. Sie kommt aus Itzehoe und sie überzeugt mit ihrer Stimme. Jasmin Rehse steht seit über 30 Jahren auf den Bühnen rund um den Globus. Und am 29. Juni 2023 hatten die Menschen in Nordhorf Gelegenheit, sich von der Stimme der begnadeten Sängerin begeistern zu lassen. Ein kleines, einfach mal so, Zwischendurch-Konzert vor dem italienischen Eiscafé Venezia lockte zahlreiche Zuschauer an. Und die bekamen etwas geboten, hatte Jasmin doch den Tenor und Diplomsänger Stefan Bäumler mitgebracht. Frei dem Motto Gospel trifft Oper gestalteten die beiden den Zuschauern und Gästen einen kurzweiligen musikalischen Abend der Extraklasse. Team Nordhoff-Video war mit der Kamera dabei. Und hier nun ein paar Mitschnitte, die der typisch norddeutsche Dauerwind-Soundzerstörer von den vielen tollen Darbietungen übrig gelassen hat. In questo paradiso ne scoppia il loro wirklich schön, wenn so eine Veranstaltung der Extraklasse in Nordhorf keine Eintagsfliege bleiben würde. Über 2 Stunden musikalischer Hochgenuss. Das passte einfach perfekt zu unserer kleinen, aber feinen Mittelpunktstadt.